Wir leben in Köln und wir wollen sagen, wir sind eine tolle Stadt und wir haben auch das Thema so auf der Agenda, was andere Städte nicht haben. Ja, also mein Name ist Valentina Kerst. Ich bin gebürtige Kölnerin. Das ist meine Heimat hier. Ich habe eine strategische Internetberatung, die nennt sich Topic Lodge. Das ist eine Agentur für Unternehmen, Verbände, Organisationen, die in das digitale Zeitalter wollen und nicht so genau wissen, wie das eigentlich funktioniert. Und seit etwa so 6 Jahren versuche ich eigentlich auch den digitalen Wandel in die Politik hineinzubringen. Stadt Köln besteht seit etwa 4 Jahren diese Idee. Es gab mittlerweile 3 Barcamps. Wir haben im Rathaus eine große Veranstaltung gehabt mit 180 Leuten. Und das Ziel war eigentlich, das Thema Internet in die Stadtgesellschaft hineinzubekommen. Das bedeutet in unterschiedliche Ebenen. Wir haben ja einmal den wirtschaftlichen Aspekt, also Startups, junge Gründer oder auch Unternehmen, die schon einige Zeit aktiv sind. Wir haben aber auch den Bereich Bildung. Also was machen Volkshochschulen eigentlich im Bereich? Was machen Seniorenheime, Altersheime? Ja, wie bringen die zum Beispiel ältere Herren und ältere Damen eigentlich in das digitale Zeitalter, um mit den Enkeln zu skypen oder sowas, ja? Und die Stadt Köln ist weiterhin die einzige Stadt in Deutschland, die gesagt hat, wir wollen uns darum kümmern, dass alle unterschiedlichen Bereiche auch digitalisiert werden oder zumindest durch das Digitale unterstützt werden, damit auch Leuten das Leben in gewisser Weise erleichtert wird. Aber was ich eben halt so sehe, ist zum Beispiel die ganzen Themen im Open-Government-Bereich. Da sind viele Kommunen aktiv, aber die Stadt ist da schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Das finde ich zum Beispiel sehr löblich. Andere Kommunen reden noch darüber, wie es funktionieren kann. Es gibt ein Schulwiki der Stadt Köln. Das wurde jetzt zum 4. Besten im deutschsprachigen Raum gekürt und das von der UNESCO, ja? Also, oder von UNICEF. Ich müsste jetzt von der UNICEF. Die gesagt hat, das finden wir super und das wissen eben halt sehr wenige Leute und ich finde, das müssen wir eigentlich viel mehr heraustragen und diese Projekte dann auch weiterführen, damit wir unseren Status entsprechend dann noch haben, dass wir dann Internetstadt Köln selbstbewusst kommunizieren können. Ja, das war ja immer so ein Problemfall. Ne? Man hat ja immer Jungs gehabt oder junge Männer, die gegründet haben. Ich glaube, es kommt so ein kleiner Swift, so ein Swing, ja, rein, dass eigentlich jetzt auch Frauen entdecken, dass sie gründen und ein Startup auf die Beine stellen. Das funktioniert so langsam. Ich würde mir hoffen, dass es eigentlich noch ein bisschen schneller geht, weil ich glaube, wie das so in vielen Wirtschaftsbereichen ist, dass Frauen anders agieren. Frauen anders an Problematiken herangehen und ich glaube, dass es keine Verdrängung ist, sondern nur eine Vermischung und ich glaube, das täte auch der Startup-Szene ganz gut oder generell auch dem Unternehmertum ganz gut, dass Frauen sagen, ich traue mich den Schritt und ich wage mich den Schritt, was eigenes auf die Beine zu stellen. Das würde ich mir wünschen. Ja, also glaubt an eure Idee, glaubt daran, was euch herumtreibt und kommuniziert diese Idee, redet viel mit Leuten und am Ende bleibt an dem Thema dran. Es ist wirklich ein Marathonlauf. Es ist kein Kurzstreckenlauf, wenn man etwas erreichen will. Man hat oft Tiefschläge und die muss man überwinden. Da braucht man gute Leute um sich herum und wenn man die hat oder wenn man die gefunden hat, dann kann man auch diesen Marathonlauf erfolgreich beenden.